nun wollen wir mal Fläche von Charlie Brown oder von André. Ihr seht, unten habe ich ja noch nichts gemacht. Wir ziehen hier mal, also man kann jetzt eigentlich schon sehen, dass das eigentlich ganz gut geworden ist. Ein bisschen wellig wird das natürlich. Das ist natürlich keine in der Form hergestellt. Aber ihr seht, die Folie lässt sich gut abziehen. Und es gibt fast gar keine Kanten. Hier hinten sind ein paar Wellen drin, da habe ich vielleicht nicht so genau aufgepasst. So, was man jetzt noch machen kann, haben wir hier unseren Tisch. So, und jetzt legen wir hier nochmal einen Schaumplatz drauf. Ich hoffe, dass der sich einigermaßen drücken lässt. Na, der ist ziemlich dick. Aber also ein guter Schwamm geht da auch. Also dies ist ja eigentlich viel zu stabil. Ich habe jetzt im Moment nichts anderes. Muss ich dann aber sagen. Was eigentlich hochinteressant ist, dass die Fläche eigentlich schon fast jetzt, ohne dass hier unten eine Reparatur stattgefunden hat, die volle Festigkeit hat. Ebenso, wenn man hier, ich weiß nicht, ob Norbert das gut sehen kann, die Nase ist, braucht man nicht mal mehr schleifen. Die ist also wirklich ein Tesastreifen hier drüber. Und das ist fast wie beim Original. Das sieht also richtig, auch die kleine Reparaturstelle hier. Man hätte das natürlich noch ein bisschen mehr anschleifen können und machen können. Aber wir wollten ja nur zeigen, wie es geht. Also die Festigkeit ist voll gegeben. Also wenn hier unten auch noch ein Streifen, ein Kohlestreifen hier drauf, ich denke mal, dann hält die Fläche genauso viel wie vorher im Originalzustand. Oder vermutlich an der Stelle mehr als vorher. Also hat gut hingehauen. Wir sind zufrieden, ne? Norbert, also gerade der vordere Bereich hier ist richtig gut geworden. Und hier hinten haben wir ein paar Wellen drin, die liegen da dran, dass ich das Harz nicht rausgedrückt habe. Das hätte man vielleicht vorher noch ein bisschen mit Zewawisch und weg oder so ein klein bisschen rausholen können. Und man hätte natürlich auch den Rohwing hier etwas sauberer draufpacken können. Aber es sollte ja nur zeigen, wie es geht. Es ging nicht darum, jetzt hier eine perfekte Reparatur zu machen. Das ist dann zeitlich vielleicht auch gar nicht so richtig machbar. Ja. So, dann haben wir hier die zweite Fläche. Das ist natürlich jetzt unsere wirkliche Hightech-Fläche hier. Also ihr seht, ich habe die wirklich noch nicht rausgeholt. Also ich habe nur hier vorne den Tesastreifen, weil ich das Ventil unbedingt für meinen Sack brauchte. So, dann wollen wir mal gucken, was da passiert ist. So, was für mich jetzt auch interessant ist, ob das wirklich so hingehauen hat, wie ich das wollte. Nicht ganz, weil ich habe nämlich gesehen, dass ich hier irgendwo letztens gekleckert habe. Aber ich glaube, das Wachs tut sein Gleiches. So, ich ziehe das jetzt hier mal ab. Und oh Wunder, es ist gar kein Harz rausgekommen. Das hat richtig gut hingehauen, seht ihr? Also, man sieht hier noch so ein bisschen die Einstichstellen. Vielleicht kann man beim nächsten Mal eine etwas dickere, also etwas dünnere Nadel nehmen. Da muss man aber das Harz auf alle Fälle vorwärmen. Hat aber auch nicht so viel Zeit, weil das Harz also bei 10 Grad mehr schon doppelt so schnell anzieht. Das heißt, wenn ich ein 30 Minuten Harz habe, was eigentlich schon bei Raumtemperatur vermutlich bei 25 Grad bei 20 Grad Raumtemperatur nach 25 Minuten anfängt zu ziehen. Aber wenn ich hier gucke, ne, man sieht, eigentlich ist das super, ne? So, und jetzt wollen wir gleich mal gucken, ob hier auch wieder Falten entstehen. Nö, ist alles gut. Ja, ich denke mal, das können wir fast so lassen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da. Ne, es täuscht nur. Ne, also, das ist also funktionsfähig. Das heißt, ich werde die anderen Seiten, ich habe hier noch mehr Stellen dran, hier diese hier. Und hier ist, glaube ich, noch eine dicke Falte drin. Man hört das sogar knacken. Aber hier, diese Seite ist wirklich, denke ich mal, wieder voll funktionsfähig. Und ohne große Schäden. Oh, ist alles hart, ne? So, jetzt nochmal gucken so. Ja, hier hinten habe ich ein bisschen gekleckert. Aber ich denke, das kriege ich mit ein bisschen. Du hast ja jetzt eine Oberseite repariert. Würdest du das in vier Schritten machen? Ja, oder ja, also ich würde das in vier Schritten machen, weil ich glaube, oder man müsste ein ganz langsames Harz nehmen. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die langsamen Harze dann in Raumtemperatur
sehr lange brauchen, um wirklich durchgehärtet zu sein. Ich meine, wir haben jetzt ja hier die auch schon relativ lange liegen gehabt. Aber wenn ihr ein ganz normales Harz nehmt, was eine Topfzeit von 30 Minuten oder 45 Minuten, glaube, das wird zu hektisch, um die ganze Fläche zu machen. Und dieses Langzeitharz, also ich persönlich stehe da nicht so drauf. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das mag Leute geben, die sagen, oh, haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht. Ein Harz, was 2 oder noch länger. Ich habe auch ein Harz, was 210 Minuten hat. Aber wenn man das in Raumtemperatur hat, dann ist das irgendwie nach 3 Tagen noch nicht anfassbar. Also nach 7 Tagen wird es dann langsam was. Da hätte ich Angst, dass das nichts wird. Wenn ihr gute Harze nehmen wollt, dann würde ich Luftfahrtzugelassene kaufen, weil diese garantiert auch in Raumtemperatur zu benutzen sind, weil in den meisten kleineren luftfahrttechnischen Betrieben wie Segelflugvereine und so weiter, wenn da mal Reparaturen gemacht werden, muss ja gewährleistet sein, dass dieses Harz auch wirklich voll durchhärtet und auch nachher den Ansprüchen genügt, die, wenn da eine Person drin sitzt. Im Modellbau sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber auch hier ist es so, gerade bei diesen F3K-Modellen im Wettbewerb, wenn das Ding auseinanderknallt, bloß weil ich irgendwo am Harz gespart habe oder irgendwo Zeit schinden wollte, macht auch keinen Sinn. Ja, also wenn so ein Ding dann jemand an den Kopf kriegt, weil das Ding vorher sich zerlegt beim Werfen, macht keinen Sinn. Also lieber in Ruhe machen, also ich würde 4 in 4 machen. Also wenn ich 4 Seiten reparieren muss, würde ich auch 4 Seiten machen. Würdest du sagen, dass das jeder Modellbauer mit Herz machen kann? Oder jeder kann mit das Herz. Jan Henning machen? Nein, jeder mit Herz, so wie wir es gezeigt haben. Eine Spritze aufziehen wird, wo jeder können, die käuflich erwerben. In der Apotheke ist auch gar kein Problem. Ein bisschen Harz, vielleicht das Harz noch vorher, wenn es um ein bisschen dünner zu machen, auf die Heizung stellen. Aber wie gesagt, jede Temperatur nach oben beschleunigt das Aushärteverhalten. Ja, also man muss sich dann nicht wundern, dass nach 15 Minuten man da nichts mehr aus der Spritze kommt, weil das so langsam anfängt, gelig zu werden. Deswegen ist, glaube ich, so die Zeit, die wir letztes Mal hier verbraucht haben, war schon so der richtige Weg. Ja, also man könnte vielleicht eine etwas dünnere Nadel nehmen, wie gesagt, das würde gehen. Aber dann müsste auch muss das Harz auf alle Fälle ein bisschen angewärmt werden, damit da vorne überhaupt was rauskommt. Ja, dann sind diese Einstichstellen, hier zum Beispiel so eine Einstichstelle oder hier, die sind natürlich irgendwo nachher noch sichtbar, aber ich denke mal, sie beeinträchtigen kaum das Flugverhalten. Wenn man guckt, was so ein Flügel kostet, dann lohnt sich so eine Reparatur allemal. Auch bei F3J-Fliegern, F5J oder anderen Modellen, die so in dieser Art oder sogar in dieser Art, also es gibt ja mittlerweile auch viele F5J-Modelle, die in dieser Art aufgebaut sind hier, also sprich mit Lass. Da lohnt sich die Reparatur allemal. Man bekommt nicht unbedingt nagelneuen Flügel, das ist schon richtig, aber eigentlich lohnt sich das. Und der meiste Spaß soll ja beim Fliegen sein. Und in 5 Meter Entfernung sieht man die meisten Fehler eh nicht. Wer natürlich ein Ausstellungsmodell haben möchte, der sollte dann lieber dazu greifen, sich ein neuwertiges zu erwerben. Ich repariere viel. Mittlerweile sind die Flächenschäden geringer geworden, meistens immer nur Leitwerke abgebrochen, angeknackst oder sonst was. Aber auch da, die flicke ich und fliege damit dann mit genauso viel Spaß wie vorher. Ja, das war unser Bauseminar. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schreibt uns, ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet oder irgendwelche Anregungen. Ich weiß, der Klaus hat da nochmal letztens schön nach der Seitenleitwerksreparatur nochmal so ein paar schöne Bilder reingestellt in den Thread bei DLG F3K. Auch da schönen Dank nochmal für. Und wenn andere vielleicht mal Reparaturideen haben, auch da reinstellen, Fotos, kleinen Bericht dazu. Ich glaube, das bereichert dieses Forum. Modellbauer hatten, die wirklich irgendwie nicht nur Modell ausgerüstet haben, sondern wirklich auch selber hergestellt oder Teile selber gestellt. Das sieht man kaum noch. Beste Beispiel ist der Thread vom RCN09. Der ist also nicht eingeschlafen, aber zumindest passiert da nur noch ganz wenig. Ich glaube, die letzte, die da wirklich mal Modelle gehabt hat, ist die Anastasia gewesen. Muss ich mal sagen, gut ab. Tolle Sache, was sie da gemacht hat und auch gepostet hat. Leider diesen Winter nichts von gehört. Schade. Aber letzten Winter war sie sehr aktiv. Finde ich ganz toll.
ja, wie gesagt. Und wenn ihr Tipps braucht, schreibt uns, bekommt ihr. Kein Problem. Kann nicht immer gleich sein, vielleicht mal, dass man die Mail nicht sieht, aber wird auf alle Fälle drauf geantwortet. Ja, das war's für heute, für Februar. Mal gucken, ob wir demnächst das noch was Neues machen. Wir werden auf alle Fälle vielleicht auch noch mal auf dem Flugplatz mal was aufnehmen. Mal gucken. So vielleicht mal ein bisschen Grundlage, wie man doch aufs Bodennähen vielleicht doch noch mal hochkommt oder sonst was. Mal gucken. Mal sehen, was wir da machen können. Also schauen wir mal, was möglich ist. Super. Ja, schönen Abend wünschen Norbert und Jan Henning.